So, da haben wir es geschafft. Teil 6 vom Let's Play Together. Sebikru und Reduce the Block haben es geschafft, hier diesen Raum für uns zu gewinnen. Und jetzt geht's weiter. Ja, erzähl mal, was machen wir als nächstes? Also ich würde sagen, absichern. Wir müssen ja, denke ich mal, ab und zu hier hin und wir sollten so eine kleine Basis aufbauen. Problematisch ist natürlich, dass wir hier die ganze Zeit auf diesen hässlichen Silberfischen stehen. Das stimmt. Ich mache auch gerade mal die Schwierigkeit wieder auf normal. Wollte ich gerade sagen. Wir hatten gerade ein paar Einwahlprobleme und anstatt uns hier mit den ganzen Viechern rumzuschlagen, dachten wir, na, friedlich ist besser. Genau. So, dann nehmen wir uns doch mal ein paar Setzlinge und ich nehme mir den hinteren Baum, du dir den vorderen Baum und dann setzen wir neue Setzlinge. Ja, habe ich noch? Ja, ich kann mir noch eine Axt bauen, sehr schön. Und schlagen den alten Baum ab. Also ich nehme mal den großen hier. Ja, das sollte ja jetzt kein Problem sein, da ja der Timbermod wieder funktioniert. Genau, Timbermod ist installiert. Gut. Setzlinge. So. Oh, Spinne. Was ist meine? Mein Schwert ist weg. War das in der Kiste? Nee, eigentlich hatte ich es mal dabei. Gut, ich baue mir... Nee, ich kann mir keins bauen. Verdammt. Ja, nimm... Wir haben auch keine Spitzhacke mehr. Nee, ja gut, ich baue jetzt erstmal hier. Okay. Das ab. Klock, da kommt übrigens die nächste Spinne, nur mal zur Info. Hier, da vorne spawnen die, genau an dieser Ecke. Da, wo das jetzt gerade... Wo die hergekommen ist. Genau von hier. Ja, dann brauchen wir wohl ein wenig mehr Licht. Fackeln sind hier keine mehr. Nö. Hier ist ein bisschen Holzkohle drin. Ja, dann mach doch mal. Eine Fackel. Bin ja dabei. Bin dabei. Gut, und wir warten, bis die Blätter verschwunden sind und sammeln uns hier mal ein paar Eichensetzlinge ein. Oh, ich habe einen Birkensetzling bekommen. Tja, mag wohl an der Birke liegen. Man weiß es nicht. Okay, wo hast du gesagt, spawnen die hier? Hier ist ein Apfel, das ist gut. Ja, von hier, genau hier sind die gespawnt. Hier, wo du gerade die Fackel gesetzt hast, hier. Gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann werden wir mal hier noch eine setzen, weil irgendwie spawnen auch die... Genau. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich verwandle jetzt, wir haben ja eigentlich einen Überschuss an Holz. Ich verwandle jetzt das ganze Holz in Bretter und mache hier die Löcher zu. Ja, bitte. Mach uns eine Ebene. Schaffe uns eine Ebene. Aber nicht, dass da drunter der ganze Mist spawnt und wir hier, wenn wir uns in Ruhe zu Bettchen legen wollen, die ganze Zeit die Spawn-Dings im Hintergrund haben. Nein, nein. Nein, ich mach das natürlich besser. Ach, ich find's schön. So, ich habe jetzt einfach mal ganz dreist hier auch schon den Gang ausgeleuchtet und es scheint wohl hier weiterzugehen. Da, wo die ganzen Creeper herkamen. Ist ja sehr beruhigend, finde ich. Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, wo wir jetzt lang gehen können. Oh, was ist das? Ja, im Endeffekt schon. Außer bei einem der explodierten Bäume. Nee, da habe ich geguckt, da geht es nur nach unten. Okay. Das habe ich geguckt, als ich ein bisschen Stein organisieren wollte. Vielleicht ist ja nach unten gar nicht mehr so schlecht. Ich werde jetzt, wenn ich hier die genau Fackeln verbraucht habe, so wie jetzt. Oh, ich nehme mal den Setzling mit und das Stückchen Holz hier. Und der Baum ist schon wieder fertig. Ach, das finde ich super. Ja. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier eine kleine Basis errichten. Also irgendwie funktioniert jetzt mein Timbermod gerade nicht mehr. Oh, Zombie. Da ist ein Zombie gespawnt. Ja, vielleicht sollten wir den Spawner auch irgendwie einbauen, damit wir uns da Zeug besorgen können. Ja, sollten wir. Oder zumindest erstmal so, dass sie nicht rauskommen, dass sie einfach in einer... Genau, das mache ich jetzt. So, klack, Birkenholz und... Ich weiß, sieht wahrscheinlich danach total hässlich aus, aber das ist mir egal. Naja, das macht ja nichts. Nee. Wir wollen ja hier keinen Schönheitspreis gewinnen. Nein. So, ich baue jetzt einfach mal so eine kleine Arena hier auf. Und dann machen wir schön PvP, wir zwei. Genau. Ja. So, noch nehmen wir Wetten an, um unseren Todescounter, der jetzt mittlerweile bei 11 zu 14, ich mag es nur gerne mal erwähnt haben, bei 11 zu 14, also du führst, herzlichen Glückwunsch. Oh, vielen Dank. Ich meine, ich führe ja gerne. Ja, aber das ist vielleicht etwas doof. Ja, das ist vielleicht gerade die falsche Reihenfolge, aber na gut. Keine Sorge, ich werde aufholen. Ich will's hoffen. Du gönnst mir den Tod. So.
Nur das Beste, ne? Ja, natürlich. Theoretisch dürften die jetzt hier, na, vielleicht da hinten an der Ecke, da werden wir uns noch ein bisschen Holz holen. Und vielleicht hier mal einen Sapling einsammeln, der nicht vorhanden ist. Ach, wie ätzend. So. Habe ich noch etwas Holz? Nein, habe ich nicht. Das ist ja Oll. Ja. Dann würde ich sagen, brauchen wir mehr Holz. Und hier vielleicht mal eine Birke. So, bitteschön. Okay. Ich brauche... Wir haben noch Knochenmehl, ne? Oder wir haben zumindest Knochen. Ja, wir haben Knochen. Wir sollten zumindest Knochen haben. Ja, wir haben auch eine ganze Menge Knochenmehl. Also 54. Für jeden habe ich jetzt mal 27 da gelassen. Dann lass uns mal ein paar Bäume beschleunigen. Wir brauchen ja das Holz. Ja, definitiv. Also ich nehme die Hälfte nur raus. Ja. Wenn wir die Bäume dann fertig haben. Ja, ist natürlich... Oh, jetzt hast du aber hier ein Riesending gebaut. Ja, ist ja beabsichtigt. Ja. Es fehlt mir halt nur noch eine Ecke. Die werde ich jetzt fertig machen. Oh. Dass die da auch definitiv nicht mehr rauskommen. Ja. Theoretisch könnte man jetzt auch die Blöcke da drin zerschlagen quasi. Ja, und dann graben die sich unter dem Holz durch, weil das sind nämlich auch alles. Das wäre doof, ist richtig. Ja. So, also könntest du mal hier raufkommen, gucken, warte, ich mach dir mal. Achso, da kommst du lang. Okay, ja, ich sehe es. Gibt keine Ecke mehr, oder? Da hier. Hier, wo ich stehe, kommt der doch hoch. Oh. Ja, stimmt. Ja. Mhm. So. Was ist denn hier? Ist da gar kein Baum mehr drin? Bei mir auch nicht mehr. So. So, ich habe jetzt einfach noch eine Reihe oben raufgesetzt und werde jetzt hier, damit wir reingucken können, ein Loch reinschlagen. Ja. Ah! Hast du ein Schwert? Hast du ein Schwert? Ich habe eins, ja. Mach mal das Fiedertuch. Wo kommt denn der jetzt her? Aber das interessiert ihn auch. Der hatte gerade gar nicht, dass ich hier stand. Hast du das gesehen? Ja, es ist schon... Zwei cool. Sprengpulver so. Hat er mir aber gegeben. Jetzt können wir da reingucken. Und können da Viecher umhauen und können uns, keine Ahnung, EP verschaffen. Ja. Wollen wir denn mal die Fackeln da wegmachen? Warte mal, ich gehe mal rein. Ich grade, und mach mal die Fackeln. Ich bin schon dabei. Okay. Klick. Klick. Natürlich wäre es jetzt doof, wenn jetzt hier so random eine Spinne spawnt. Das wäre schlecht für dich. So, wo kam denn gerade der Creeper? Ach, hier hinten ist eine Ecke, die ist nicht ausgeleuchtet. Okay. Klettern wir mal eine Runde. Ins Gebälk hier. So. Okay, also theoretisch, da drin sind jetzt alle Fackeln weg. Okay. Ja, also jetzt dürften sie eigentlich wie blöd wieder spawnen. Aber jetzt haben sie keine Lust mehr. Hm. Oh, so gut. Ich bin nur runtergefallen. Weil da liegt noch eine Fackel drin. Ah, ist egal. Ja. Holz haben wir jetzt genug. Ich sehe hier noch einen Setzling, den kriegt ihr nur nicht aufgehoben. Du auch, ne? Ja, geht mir gerade genauso. Okay, alles klar. Ich dachte schon, Mensch, was ist denn da los? Natürlich jetzt ein bisschen was zu futtern, ne? Ja, deswegen ja hier die Zombie-Ecke da vorne. Das gleiche könnten wir ja theoretisch auch hier bei dem Spawner machen. Ja, hier ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen sinnvoller, weil die dann direkt quasi runterfallen. Ja. So, ich habe mir jetzt gerade mal Zombiefleisch eingepfiffen. Ja, dann bräuchten wir aber ein bisschen mehr Holz. Das heißt, wir werden jetzt mehr Bäumchen weitermachen. Juhu. Genau. Große Bäume sind ja eigentlich ich perfekt. Ich habe den großen Baum gerade gehabt, glücklicherweise. So, dann einmal so. Wenn man das so macht, sollten die Bäume eigentlich noch größer werden. Warte mal gucken. Wie? Nee, der kann nicht größer werden. Also es können ja nur die normalen größer werden. Die Eichen. Ich habe hier gerade irgendwie einen Zombie gehört. Also, ach so, ist da vielleicht schon einer hier gespawnt. Also die Eichen, die können nicht größer werden. Oh, hier ist ein Zombie schon drin. Sehr gut. Na, dann hauen um. Na, komme ich nicht dran. Der müsste dich doch theoretisch versuchen zu targeten. Hm, macht er nicht. Der steht da in der Ecke. Ich sehe ihn auch nicht. Ja, links neben dir müsste der stehen, also quasi hier so. Ja, wir können ja hier noch ein zweites Loch reinhauen, das ist ja jetzt nicht das Problem. Ja. Oh, da ist einer rausgekommen. Wie denn das? Ja, der ist hier direkt an der Ecke gespawnt. Okay, wir kommen natürlich auch ganz toll nicht ans Fleisch. Ah, ich glaube, mir fällt da noch was ein.
was ich letztens irgendwo gesehen habe. Und zwar nutzen Zombies keine Trapdoors. Okay. Beziehungsweise verstehen diese Kollisionsbox nicht. Das heißt, ich baue mir jetzt eine Falltür und dann kann man da nämlich reingehen. Von oben, oder wie? Hinkriege. Ja. Ja. Okay. So. Dann können wir da immer schön drin einsammeln. Ja, genau. So. Wenn denn dann gerade kein Zombie am Start ist. Ja. Aber auch wenn einer am Start ist, den scheint es hier. Achso, doch. Hi, Zombie. Ja, da oben ist einer gespawnt. Über dir. Wow! Die Schweinebacken. Mhm. Ja. Boah. Und ich habe irgendwie Monster-Lags hier, also... Soll ich dir helfen kommen oder schaffst du es? Nö, es scheint zu funktionieren. Okay. Okay, wo ist denn der jetzt gespawnt, bitte? Auf dem Holz? Oben, auf dem Holz, ja. Ich versuche jetzt nur gerade mal hier die Falltür wieder abzubauen. Mhm. Einfach nur als Escape-Dings, weißt du? Jetzt können die da nämlich nicht hoch. Okay. Aber wir. Ja, die Frage ist jetzt echt, warum das Teil auf dem Holz gespawnt ist, weil es ist... Ja, ich weiß nicht, wie groß die Spawn-Range ist, ja? Also wenn die... Ich glaube, es war jetzt gerade eher ein Random-Spawn. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal... Okay. ...das Außen mit Fackeln abgrenzen. So. Jetzt sollte es eigentlich kein Problem mehr geben. Natürlich wäre es jetzt sinnvoller, ein Schwert zu haben. Das heißt, ich werde mir gleich... Hier ist auch ein Holz, was man nicht aufheben kann. Ich werde mir jetzt gleich eine Spitzhacke schnappen und werde daraus ein paar Steinchen organisieren. Okay, ja, mach das. Also irgendwie, der Timber-Mod funktioniert auch nur, wenn er Lust hat, oder? Nee, bei mir funktioniert er. Liegt vielleicht, weiß nicht, daran, dass es meine Session jetzt ist, dass das deswegen bei dir nicht klappt. Keine Ahnung. Möglich. Ah! Fängt er mich einfach im Baum, ich glaub's ja. Ja. So, was packen wir denn jetzt hier rein? Das packe ich hier rein, das packe ich hier rein. Wir sollten natürlich gleich wieder ein bisschen Holzkohle herstellen. Ja. Ja, Holz haben wir doch genug. Ja, deshalb ja. So, 5, 6 Stück brauchen wir für 2, 1,5 war das. Mhm. Also 3 Holz. Jetzt liege ich jetzt da falsch? Was denn? Doch, da liege ich doch falsch. So. Pack einfach rein, ist ja egal. Haben wir ja, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich völlig irrelevant. Ja, gut. Dann bauen wir mal eine Spitzhacke. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Holz raus. So. Meinst du, haben wir irgendwo vielleicht noch ein bisschen Erde übersehen, dass wir noch mehr Erde kriegen? Also ich habe jetzt, ich würde mich nicht dran erinnern, wo die sein sollte. Ja, ich weiß das auch nicht. Vielleicht in den Räumen, wo die Bäume waren. Aber komm doch gerade mal her, bitte. Ich stehe hier am Ausgang. Ich bin auf dem Weg. Das ist schön, ja. Stell dich mal zu mir und guck mal geradeaus über den Lavasee. Wir machen mal hier Fernglas an, sozusagen. Ich habe da Dust. Aber warte mal, ich glaube, ich kann meine Distance noch höher stellen. Okay. Da hinten ist... weiß ich nicht, sieht aus wie ein Tunnel, der da lang geht. Ganz geradeaus durch. 128er Render Distance machen, ja, ansonsten habe ich keine Chance. Und selbst damit sehe ich das nicht. Ja, also, ich kann bis zum Ende durchgucken und das sieht aus, als wäre da halt ein Tunnel oder so. Ja, warte, ich gehe mal hier auf Extreme. Mein Rechner kann das ja, ich wollte es halt einfach eigentlich vermeiden. Es dauert immer so lange, denn die Chunks am Ende aufzubauen. Ja, wollte es einfach mal ein bisschen angeben und sagen, hier, mein Rechner kann. Genau so sieht's aus, aber ist ja neues RTL-Format, mein PC kann. Ja, wir auch ich mit glaube, Daniel das Hitlo am oder so. Fock. Ja. Meinst du? Ich habe Fock gerade mal ausgemacht und schwupps ging's. Du meinst da hinten, wo ja. Wo diese Kiesblöcke rumliegen? Genau. Da waren noch die Creeper drin. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Da waren Massen an Creepern drin, das war's aber auch. Okay.
So. Ach, ja, aber dass wir da nicht an das Fleisch kommen, das stört mich auch wirklich sehr. Ja, die Frage ist halt, wie du das denn anders machen willst. Ich meine, wir haben kein Wasser. Ja, ja. Wir haben leider, leider kein Wasser. Leider, leider. Oh, ein großer Baum wieder. Das ist gut. Das Einzige, was wir natürlich machen könnten... Warte mal, kommt man hier? Ja. Warte mal. Geh mal ganz kurz weg da. Ja. Wenn wir jetzt hier... Ne, müssen wir so machen. So. Mhm. Und dann... hier vorne aufmachen an einer Seite. Ja. Da eine Trapdoor reintun. Naja, das war natürlich jetzt sehr schlau. Ja. Geh weg, du Trapdoor. So. So. Und die hier reintun. Ja. Dann kommen die da nicht durch und wir können hier oben die Blöcke theoretisch wieder wegnehmen. Das heißt, wir könnten reingehen. Ah, okay. So quasi. Ja. Dass hier jemand reingehen kann, raus... Tür zu, fertig. Und das funktioniert? Das funktioniert. Da können die nicht durch. Okay. Die können Türen kaputt schlagen, aber keine Falltüren, ja? Ja, das ist super, oder? Nee. So, ich schmeiß jetzt alles, was hier übrig ist, gerade mal hier rein. Mach das. Auch das, auch die Axt und das Bone Meal und so. Ich würde nur gerne noch ein Schwert haben, auch. Wenn es jetzt erstmal eins aus Holz ist, ist es mir relativ egal. Ja, ja, ansonsten hier vorne kannst du ja auch durchaus Steine abbauen, ja? Und genau das werde ich jetzt tun. Dann good luck and have fun. Mehr oder minder, würde ich sagen. Ja. Das Problem ist ja auch, ich darf den Leck halt auch nicht vergessen, der hier mit existiert. Das heißt, wenn ich irgendwann mal denke, ach, hier kann ich noch kloppen. Ja, ach, dann probier das halt vorher mit der Handauflegen-Methode. Ja. Genau das werde ich tun. Gut, ich könnte ja, wie gesagt, hier auch mal eine Area um diesen Zombie-Spawner hier bauen. Was mich ja... Ah, mich reizt gerade etwas viel mehr und das werde ich jetzt als allererstes machen. Was denn? Passend's up. Ich habe jetzt 3 Steine, das heißt, ich kann mir jetzt eine Steinspitzhacke bauen. Mhm. Und genau das werde ich jetzt tun. Und dann baue ich da unten den Eisenblock ab. Was für ein Eisenblock? Der dafür wahrscheinlich gesorgt hat, dass da Creeper mit Elektroladung spawnen. Ach, okay. Ich erinnere mich vage. Ja, ja, das ist vor vielen Toden gewesen. Andere würden sagen vor vielen Monden, ich sag eher vor vielen Toden. Natürlich müssen wir uns zwischendurch halt auch regelmäßig um die Viecher kümmern, weil ansonsten haben wir bald nichts mehr zu futtern. Ja, ich baue ja so. Hier gerade auch noch mal ein bisschen was drumrum. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ohne in die Lava zu fallen und ohne von irgendeinem Vieh angegriffen zu werden. Ach ja, geh mal so rum. Und hoffen einfach mal. So, jetzt haben wir schon wieder kein Holz mehr. So. So. Ich habe einen Eisenblock. Wuhu. Wenn ich jetzt noch überlebe, ist hier eigentlich noch mehr Stein? Ja. Ich sollte vielleicht keinen Stein abbauen. Auf der Lava. Bist du dir sicher, dass es Monster gibt? Hier spawnt irgendwie nichts. Ja, ja, ich habe schon Monster gesehen. Wir haben doch gerade gegen Spinnen gekämpft. Und auch, ja klar, ich habe auf normal gestellt. Ich weiß ja, dass es Monster gibt, aber ich finde es halt erstaunlich, dass es so wenig sind. Na gut, aber... Ich meine, gleich macht es wahrscheinlich hinter mir einfach... Wahrscheinlich. So, ich höre irgendwo einen Zombie, aber ich sehe ihn nicht. Der ist wahrscheinlich direkt über mir. Yep, der muss wohl direkt über mir sein. Machen wir hier einfach mal die Tür zu, würde ich sagen. Klick, 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 klick.
Klick, so. Theoretisch kann jetzt nur was runterkommen, wenn was runterfällt. Hm. Und ich glaube, das trauen die sich nicht. Nein? Einfach mal. Nö,